Servus Leute, willkommen zum nächsten Projekt und dieses trägt den Titel Little Nightmares. Ein Spiel, was... Moment, ich drücke erstmal A, ich will aber nicht, dass es gleich losgeht. Oh. Bis das Auge kaum zu erkennen ist. Welches Auge? Ist das, soll das ein Auge sein? Ah, da ist es. Sehr gut. Also bei mir hat man das Auge überhaupt nicht gesehen. Ich weiß nicht, es gibt ja immer unterschiedliche Kontraste auf Bildschirm. Ja, was ich zu diesem Spiel erzählen wollte, ich habe mir dieses Spiel schon lange gewünscht. Ich habe es, ich glaube, letztes Jahr, Herbst, Winter, irgendwann ist es ja auf Steam rausgekommen, habe ich es gesehen. Das hat mich total begeistert, die ganze Machart und alles. So ist, glaube ich, also es ist so. Ich würde sagen, so. Also so habe ich es noch gesehen, aber das ist dann meistens zu dunkel, als dass ich wirklich noch was erkenne. Ich mache dann wirklich so. Und ich wollte das Spiel unbedingt haben und habe gleich gegoogelt, kommt es auch für die Switch raus? Und dann stand da erstmal, nein, es kommt nicht für die Switch raus. Dann war ich erstmal traurig. Und dann vor 2 Monaten oder so kam dann plötzlich bei auf der Switch die Neuigkeiten, hier Little Nightmares ist ab 18.05. verfügbar. Und ich, ja! Und ich habe es mir gleich gekauft und ja, werde es jetzt spielen. Und auch wenn ich die Sache, ihr müsst irgendetwas haben, um irgendetwas freizuspielen, ziemlich doof fand, habe ich mir dann doch noch den Pac-Man Amiibo gekauft für die Paco-Mask. Leider, ja, ich schäme mich selber. Aber na gut, ich würde sagen, wir schwafeln nicht weiter, sondern starten endlich das Spiel. Ich glaube, es geht auch wirklich direkt los. Wie ich jetzt an die Paco-Mask komme, weiß ich noch nicht. Das wird sich uns hoffentlich im Laufe des Spiels noch zeigen. Hoffentlich möglichst bald. Vielleicht kann ich den jetzt schon irgendwie benutzen? Nein. Gut, dann gucken wir einfach mal, was passiert. Little Nightmares greift regelmäßig auf Daten zu. Schalte bitte nicht die Konsole aus, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Dieses komische Auge. Ja, siehste, hätte ich die Helligkeit schlecht eingestellt, hätte ich es gar nicht gesehen. Ah, jetzt sind wir im Hauptmenü. Toll, da hätte ich mir das ganze Labern sparen können. Steuerung. Ich guck mal noch ein bisschen. Drücken, rutschen, greifen, Feuerzeug, springen, werfen, rennen, umschauen, Feuerzeug. Hä? Wieso habe ich Feuerzeug auf A und auf R drücken und bewegen? Helligkeit haben wir gerade eingestellt. Und die Grundlautstärke passt auch so. Masken. Kann ich es vielleicht jetzt hier verwenden? Ich probier's mal. Nee, da tut sich gerade nichts. Hä? Was ist denn das? Kann ich da irgendwie... Das sieht aus wie eine kaputte Teekanne und das wie so ein... Sack, ich habe keine Ahnung. Gut, da habe ich noch nichts gefunden. Alles klar, Leute, ich würde sagen, wir warten nicht lange und starten das Spiel. Neues Spiel, klar. Habe ja noch keins. Beginne Six-Geschichte, Kids-Geschichte. Ach ja, es waren ja bei der Switch gleich 2 Geschichten. Ich würde sagen, hier. Also dieses kleine Regenkipp-Kind war, glaube ich, als erstes da, deswegen nehmen wir das. Alles klar, mach mal. Oh, das sieht ja... Guckt euch das mal an, da sind ein Haufen Kinder in Käfigen. Ja, zum Glück sind die in Käfigen, das muss man sagen. Also Kinder sind wirklich schlimm. Nein, alles gut. War nur Spaß. Wir starten. Was passiert? Ja, das Auge pulsiert. Blop, blop. Ach, komm schon. Boah, die Ladezeiten sind lang.
Ja. Ist die Cutscene vorbei? Kann ich mich bewegen? Ah, okay, es geht los. Alles klar. Also wir hatten gerade einen sehr, einen Albtraum. Little Nightmares, kleine Albträume. Er war sehr kurz. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir sind hier ein kleines, ja, Wesen mit einem Regencape. Ich weiß nicht. Oh, sie ist gestolpert. Oder er. Six, ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass es ein Mädchen sein soll. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Okay, was rennt da vor mir weg? Oh, es wird ja schon ganz schön duster. Was ist das hier? Sieht aus. Ah! Mein Feuerzeug. Oh, das sieht ja richtig gut aus. B war springen und irgendwie. Ja, ich kann es auch mit Drücken aktivieren. Ah, so war das. Ja, das ist richtig. Es gefällt mir bis jetzt schon mal richtig gut, auch von der Machart und alles. Und so rennt sie, aber nicht wirklich viel schneller. Was muss ich jetzt machen? Moment mal. Die Steuerung nochmal angucken. Rennen war auf Y. Springen, werfen auf B. ZR ist greifen. Das ist ducken. Das ist witzig. Moment, Marc, ist das vielleicht... Nee, also so nicht. Ich habe mir halt echt gedacht, hier die Klappe greifen und aufziehen. Ja, jetzt geht's auch. Und wir gehen geduckt hinein. Also, ich glaube, das Spiel läuft auch ein bisschen unter dem Genre Horror. Ich bin ja ein Fan von Horrorspielen. Ich habe auch ganz viele geplant. Aber jetzt geht es erstmal mit Little Nightmares los, weil es auch gerade jetzt erst erschienen ist. Und ich mich schon sehr lange auf dieses Spiel freue. Hier kann ich... Ich glaube, ich schrotte jetzt mein Feuerzeug einfach mal für den Rest des Spiels. Zack. Ah, da geht's weiter. Ich dachte, ich muss irgendwie nach unten. Ich glaube, wir brauchen gerade kein Feuerzeug, oder? Oh. Sieht halt wirklich mit dem Feuerzeug richtig gut aus. Ja, also... Meine Vorfreude auf dieses Spiel schien berechtigt zu sein. Was habe ich denn da Oh, ich habe es kaputt gemacht. Ist das was aus Holz? Zünd's an! Wir können uns wärmen. Nee, anscheinend nicht. Aber es hat schon irgendwie ein bisschen was Beunruhigendes, wenn hier so ein kleines Wesen, Kind, durch dunkle Gänge irrt. Spielen wir eigentlich gerade ihren Albtraum oder ist das die Wirklichkeit? Und das gerade eben, das schien schon ein Traum zu sein, aber ein Traum ist schon echt komisch. Los, ab in den Eimer, da sind wir sicher. Hängende Stühle. Also, ganz ehrlich, da würde ich gerne drinnen sitzen, weil das ist, glaube ich, ein cooles Gefühl. Ein Nachttopf. Rein da. So, kurz aufs Klo gegangen und wieder weg. Ich denke mal, wir sollen da oben durch das Fenster. Na los. Drücke B zum Springen. Ah, also... Gut. Das funktioniert also auch. Das Klopapier ist ein bisschen... Ach du Scheiße.
gut, wenn der da hängt, dann ist Logan Paul nicht weit. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Oh, und da liegt ein Brief. Können wir den lesen oder haben wir überhaupt nichts? Geh mal kurz weg, Leute. Leute, ich bin wieder da. Ich habe nur dummerweise vergessen, das Spiel zu pausieren. Deswegen ist gerade noch Klopapier auf mich zugerollt. Und es schwankt. Wir sind also vermutlich auf einem Schiff. Und die Joy-Cons vibrieren, wenn ich gegen Wände laufe. Und da ist ein Auge auf der Tür. Ah, Moment. Darf ich mal? Ich glaube, du hast kein Problem damit, wenn ich mir den Mann nehme. Ist das böse? Also das ist so, wie ich das jetzt bisher verstanden habe. Ich habe damals nur den Trailer mir angeguckt und auch schon wieder alles davon vergessen. Dass es wohl ein Rätselspiel ist. So kleine Puzzles lösen, um voranzukommen. Und irgendwie mache ich gerade das Ding wieder zurück. Ich versuche eigentlich nur, das Ding zur Türklinke zu bewegen. So, und wenn wir jetzt einfach gerade schieben. Ja. Dass ich den Brief nicht lesen kann, das irritiert mich gerade ein bisschen. So, hier Hausschuhe, damit wir auch nicht an den Füßen frieren. Können die Tür noch ein bisschen bewegen. Und wir lassen los. Hier ist ganz schön dunkel. Ich weiß halt auch nicht, ob es hier irgendwelche Secrets oder irgendwelche Sachen gibt, die ich eventuell finden kann. Deswegen muss ich ein bisschen die Augen aufhalten. Aber von der Machart muss ich schon sagen, sehr, sehr cooles Spiel. Bisher. Ja, ich kenne ja noch nicht viel. Ist da jemand in den Kühlschrank geklettert? Werden wir gleich wissen. Sind das Schuhe? Wer stellt denn seine Schuhe in den Kühlschrank? Das, was man haben will, wenn man Schuhe trägt, sind warme Füße. Machen wir schnell lieber wieder zu. Und weiter. Ein bisschen das Feuerzeug benutzen. Es scheint, dass das Feuerzeug nicht... Oh, da ist ein Loch. Irgendwie ausgehen kann. Also, dass irgendwie Benzin und alles oder so, das finde ich gut, denn so habe ich jetzt nicht irgendwie Schiss, dass irgendwie das Licht ausgeht. Ja. Ja, jetzt sehen wir einen Scheißdreck. Jetzt muss es anbleiben. So, hier mal bitte Feuerchen. Was bist du denn? Das ist ja süß. Nimm's und verbrenn's. Nee. Hä? Ich kann die Dinger wirklich nehmen, aber dann passiert nichts. Was bist du denn? Und warum folgst du mir? Das ist irgendwie beunruhigend. Ein Benzintank, ich weiß, was wir machen. Das muss es sein. Wir müssen einfach alles anzünden. Ah, okay, geht nicht. Brennst du? Nee, du nicht. Komm hoch? Nee. Oh. Hm. Wie geht's weiter? Was kann ich denn mit diesen Dingern machen? Ich denke mal, irgendwie ist das wichtig. Also ich kann es gedrückt lassen. Moment mal. Tja, ich
weiß nicht, ich habe auch daran gedacht, das irgendwo reinzustecken und als Treppe zu benutzen, aber das... Also die folgen mir, die begeben sich zum Feuer. Wenn ich das ausmache... Nee, okay, das ist es nicht. Das rennt mir trotzdem noch hinterher. Hier komme ich hoch. Das kann ich nicht bewegen. Ich wette, es hat irgendwas mit dem Vieh zu tun. Moment mal. Werfen, da ist es. B. Ich meine, es sieht ja schon aus wie ein Pfeil oder wie ein Dart, so ein bisschen. Oh, das tut mir leid. Es fängt auch wirklich kein Feuer. Moment mal, muss ich das... Muss ich vielleicht gar nicht hier sein? Kann ich das mitnehmen? Nee, also ich kann wieder zurück. Aber irgendwie... Moment mal, das hier drüben sieht aus wie eine Treppe. Ja, weiter hoch geht's trotzdem nicht. Verdammt, verdammt, verdammt! Das hätte als Treppe doch so gut funktioniert. Nee, es muss bei dem Vieh sein. Aber hier sind auch Fußspuren, die mir gerade noch nicht aufgefallen sind. Ich finde den Eingang nicht. Nee. Oh. Nachdenken, was muss ich mit diesem Vieh machen? Kann ich mich nur dranhängen und hochziehen und dann komme ich auch nicht mehr an das Vieh dran. Und hier ist ja auch nichts. Hä? Meine Idee war halt wirklich irgendwie das Vieh anzuzünden und das dann zu werfen. Es sieht aus, als wäre es aus Holz. Oder ein Pilz. Aber das macht's nicht. Gut, ich bin gerade echt ratlos. Vielleicht... Kann ich hier einen kleinen Schnitt setzen, bis ich irgendwie darauf komme, wie es weitergeht? Denn das wird ja auch langweilig, wie ihr mich hier nur beim Versagen beobachtet. Also würde ich sagen, mach mal was sogar. Oh. Das gibt's doch nicht. Es war der Kühlschrank. Es war der Kühlschrank, Leute. Ich... Was? Ich hab's jetzt ein...
einfach mal probiert, ob es doch was mit dem Kühlschrank zu tun hat. Und tatsächlich, man kann einfach hochklettern. Oh. Also hat das überhaupt nichts mit dem Vieh zu tun gehabt. Na gut, dann geht's weiter. Oh. Oh, oh, verdammt. Oh, shit. Ich bin gestorben. Ich wurde erwürgt von etwas, was wie ein Blutegel aussah, fand ich zumindest. Wenn man so einen Blutegel sieht, ein bisschen länger, dann sehen die wirklich eigentlich ziemlich genau so aus. Das ist ein bisschen eklig. Blutegel sind wirklich eklig. Wenn ihr mal einen gesehen habt, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Die Viecher sind richtig, richtig widerlich. Das bedeutet, wir müssen uns beeilen. Hier, da wäre man hingekommen, wenn man hier... Oh, deswegen war da so ein Ort. Alles klar. Gut, ich hoffe jetzt... Da hängt doch aber noch eins, oder? Alles klar. Die werden durch Licht aktiviert. Mach das mal bitte an. Oh, ich glaube, das sollen wirklich Blutegel sein. Wir müssen uns beeilen, die verfolgen uns nämlich. Ja, die anderen... Dann werde ich doch das Feuerzeug wenig verwenden, um möglichst nicht die Dinger vom Himmel fallen zu lassen. Tja, wäre ein bisschen zu einfach gewesen, wenn man jetzt wieder so weitergekommen wäre. Das ist es nicht. Boah. Okay. Auch wenn das Spiel ziemlich düster ist, es hat gerade voll die Latte vor den Kopf bekommen und irgendwie finde ich Fails ziemlich lustig. Da rennt schon wieder so ein Pilz-Holz-Ding vor mir weg. Wer hätte das an? Ach du meine Güte. GG. GG, Leute. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass das einstürzt? Das war ja jetzt nicht so offensichtlich. Wir fangen ja von vorne wieder an. Da werde ich mal gucken, ob es da irgendwie einen Hinweis darauf gab, weil das sollte ich mir vielleicht merken, dass eventuell die Bretter einstürzen können. Nee. Oh, Kacke. Das war ein schneller... Ja, das ging ziemlich schnell. Am besten, ich aktiviere einfach nicht das Feuerzeug da unten. Das sollte ich probieren. Die Ladezeiten dauern echt ein bisschen. Wenn es nicht so viele sind, kann ich ja überlegen, die rauszuschneiden. Wenn ich nicht gerade dazu quatsche, wie jetzt gerade. Na komm schon, ich würde gern weitermachen. Ich darf nicht das Licht verwenden. Wow. Also es bringt, wenn ich den Viechern anscheinend zu nahe komme, machen die mich trotzdem kalt, ob ich das Licht anhab oder nicht. Oder vielleicht liegt es auch damit, dass ich von solchem schwarzen Zeug betunkt bin. Das weiß man ja nicht. Ja, dann versuche ich einfach mal. Verdammt!
dachte vielleicht einfach mal, einfach geradeaus laufen, vielleicht, na gut, ich habe schon ein bisschen, ah, da war irgendwas, irgendwas war da im Dunkeln, ich weiß nur noch nicht, was es ist, weil ich nicht hinkomme und selbst wenn ich hinkomme, kann ich es mir nicht angucken, weil ich kein Licht anmachen darf. Tja, was tun? Das war ein Eimer. Gut, also das war auch nicht die Lösung. Boah, wie oft will ich denn jetzt noch hier runterfallen und sterben? Tja. Wie halt gesagt, es ist ein Puzzlespiel und bei Puzzlen stelle ich mich manchmal ziemlich dümmer an, als man sollte. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo kommt die Viecher her? Was ist dieses Schwarze auf dem Boden? Hat es vielleicht damit was zu tun? Ich habe ja. Es sah ja aus wie Öl. Ein bisschen. Vielleicht, dass man das anzündet und die Viecher einfach da reinrennen. Aber wie zünde ich es an, ohne mich selbst in Brand zu stecken? Das Zeug. Oh, das ist alles voll. Das Zeug ist kein Öl, sondern es verlangsamt mich einfach nur. Vor allem, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich dort starte, dann ist das ein Kontrollpunkt und dann komme ich gar nicht mehr hoch. Man kann ja machen, fortsetzen vom letzten Kontrollpunkt aus. Vielleicht geht es da wirklich nicht weiter. Vielleicht ist das einfach nur der Sinn, da runterzufallen und zu sterben. Nein, Neustart vom Kontrollpunkt. Wenn das jetzt der Kontrollpunkt ist, dann bin ich aufgeschmissen, weil da muss ich irgendwie da unten durchkommen, ohne mein Feuerzeug zu verwenden. Aber ohne gegen die Viecher zu laufen. Wie macht man das? Tja, das ist die Frage. Das ist der Kontrollpunkt. Oh Mann. Boah, die Viecher kommen trotzdem an. Wow, 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 wow. Oh, ich bin durch. Alles klar, es war einfach nur Hetzen. Oh, das tut mir echt leid, dass ich jetzt die ganze Zeit gestorben bin. Hulla! Also einfach das Licht anmachen und losrennen. Hier kann ich hochklettern. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ne, hier ist nichts mehr. Oh, so eine Scheiße, dass ich manchmal wirklich an solchen ganz einfachen Dingern festhänge. Pilz! Ein Toad! Und wir sind drüben auf der anderen Seite. Wieder hier ein paar Dosen in der Nähe. Und wir gehen nach oben. Ach du meine Güte, hier ist ja wieder total zappenduster. Sieht man nichts. Finde ich. Na gut, hier sieht man noch ein bisschen was, aber es ist wirklich, wenn ich hier wieder ausmache, ist wirklich, man sieht nichts, es ist richtig, richtig arschdunkel. Das ist richtig cool gemacht. Nein, nicht springen, sondern genau das. Und jetzt kurbel mal.
Also das geht wieder zu mit der Zeit. Gut, ich muss anscheinend... Also die Tür geht auf, wenn ich kurbel, ich muss da durch. Ich versuche dann mal... Ich komme doch aber nicht hier drüber gesprungen. Vielleicht doch. Ah, ha, ha, ha. Und da ist Licht, das bedeutet meistens Rettung. Nein! Voll an der Tür hängen geblieben. Hier, das kann man doch aufmachen. Das kennen wir jetzt. Da kommt nur so ein Pilz raus. Nee, okay, das ist nicht zum Aufmachen gedacht. So ein Loch kennen wir ja bereits. Aber hier geht es ja auch weiter. Nee, doch nicht. Gut, diesmal muss es durch das Loch gehen. Hier ist nichts. Und wir sind durch. Oh mein... Oh je. Oh je, Mine. Huch. Was war das denn? Wahrscheinlich eine dieser Figuren. Man hat sie schon mal im Trailer gesehen. Irgendwelche sehr widerlichen Geschöpfe. Hände waschen vielleicht vorher? Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht in diesen Raum gehen. Es kann nicht der Raum sein, wo dieses Vieh gerade hingelaufen ist, denn der war ein bisschen weiter oben. Ah, das ist das Abort. Hier gehen alle Leute hin, um ihren täglichen Stuhlgang zu verrichten. Und da waren hier kleine Grundschüler, denn die haben das Klo verstopft. Hier passen wir nicht durch. Wow, die Funken hat man gesehen. Ich habe mir nur nichts dabei gedacht. Und da hat mich das Ding einfach mal getased. Ein bisschen stärker, denn ich bin tot. Aber da muss ja irgendwo irgendwas sein, um das entweder zu umgehen oder abzuschalten. Kommt schon, Ladezeiten. So, gucken wir uns mal um. Ich mache am besten erstmal die Tür zu, um alles zu sehen. Da ist doch schon was. Aber dazu müssen wir die Klopapierrollen dorthin schieben. Na komm. Das ist richtig gut. Wow, ich wollte eigentlich nur den Strom dort abstellen und nicht das ganze Schiff lahmlegen. Kinderhände. Das ist gerade irgendwie beunruhigend. Ach Kacke, der Strom ist wieder da. Der kommt nach einer Zeit wieder. Okay, Leute. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht, aber das nächste, es geht erst weiter beim nächsten Mal. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Der erste Part ist immer ein bisschen länger. Wir haben schon einiges vom Spiel gesehen. Ich finde es richtig, richtig gut. Es wird wahrscheinlich noch kniffliger und ich werde auch an manchen Stellen ein bisschen länger brauchen. Falls ich dann länger brauche, werde ich es dann rausschneiden. Und ja, dann
die Ladezeiten werde ich auch verkürzen. Wenn ich gerade nicht rede, wird es einfach so weggeschnitten. Okay, dann gehen wir noch in den nächsten Raum. Also eigentlich können wir hier Schluss machen. Hier ist ein Kontrollpunkt. Genau. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt einen Daumen. Ist egal. Macht, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.